Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Ellen Überscheer, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich möchte, bevor es losgeht, darauf hinweisen, dass wir diese Veranstaltung deutsch-russisch simultan übersetzen. Also wer noch keine Kopfhörer hat, möge sich bitte vorne noch damit ausstatten. Am letzten Freitag ging in Bonn die 23. UN-Klimakonferenz zu Ende, die zu Verabredungen zur konkreten Umsetzung des Klimaabkommens von Paris führen sollte. Sorry, gibt es, are there any problems or? Alright, everything's alright. Nichts Spektakuläres, aber im Pariser Klimaabkommen von 2015 hatte sich die Staatengemeinschaft zum ersten Mal auf verbindliche Vorgaben zur Begrenzung der Erderwärmung verständigt. Das war letzten Freitag. Morgen beginnt hier in Berlin der 16. Petersburger Dialog. Ein 2001 von Präsident Putin und Bundeskanzler Gerhard Schröder ins Leben gerufener Unternehmen, das den zwischengesellschaftlichen Austausch zwischen Deutschland und Russland zu zentralen Themen gesellschaftlicher Entwicklung und internationaler Zusammenarbeit befördern soll. In insgesamt 10 Arbeitsgemeinschaften von Politik über Wirtschaft, Medien, Zivilgesellschaft, Kultur bis hin zu Kirchen. Und seit 2016 besteht auch eine Arbeitsgemeinschaft Ökologische Modernisierung, geleitet vom Greenpeace-Vorsitzenden Russland, Sergej Zyplenkov, Dobro Pozhalovat, und meinem Vorgänger Ralf Füchs. Und beide begrüße ich ganz besonders herzlich, genauso wie die Teilnehmer dieser Arbeitsgruppe des Petersburger Dialog. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Ja, was haben die Klimakonferenz und der Petersburger Dialog nun miteinander inhaltlich zu tun? Man könnte erst einmal meinen, nicht viel. Während die in Bonn verhandelten Szenarien einer ökologischen Transformation der Industriegesellschaften, die für die globale Trendwende bei den Emissionen und damit die Begrenzung der Erderwärmung dringend erforderlich ist, im internationalen Diskurs immer wichtiger werden, spielt diese Diskussion in Russland und auch im deutsch-russischen Dialog eine allenfalls untergeordnete Rolle. Die 2019 propagierte Modernisierungspartnerschaft zwischen Deutschland und Russland scheiterte bald an den politischen Realitäten und war vielleicht auch eher ein Etikettenschwindel, da eine echte ökonomische, politische und rechtliche Modernisierung offenbar nicht im Interesse führender russischer Eliten war. Und von einer ökologischen Modernisierung sprach niemand. Und heute, 7 Jahre später, befinden wir uns in der tiefsten Krise in den Beziehungen zwischen Deutschland und der Europäischen Union auf der einen Seite, Russland auf der anderen. Im Kern ausgelöst durch die Kontroverse, ob ein souveräner europäischer Staat, nämlich die Ukraine, über seine innen- und außenpolitische Orientierung und über seine territoriale Integrität selbst bestimmen darf oder nicht. Diese Auseinandersetzung wollen wir heute Abend nicht führen. Im Sinne unserer Veranstaltungsreihe russische Alternativen, die wir in freundschaftlicher Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde zum 4. Mal durchführen, wollen wir heute den Chancen für eine alternative ökonomische Entwicklung Russlands jenseits der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen nachgehen. Noch sind Wirtschaft und Politik aufs Engste mit den Gewinnen aus dem Öl- und Gasexport verzahnt. Noch stagniert der Anteil erneuerbarer Energiequellen an der Stromproduktion. Noch wird der Ausbau von Photovoltaik und Windstrom eher behindert. Noch wird die Forderung nach der schrittweisen Ablösung von Kohle, Öl und Gas durch erneuerbare und nachwachsende Rohstoffe in Moskau eher als ein Manöver zur Schwächung des rohstoffreichen Landes verstanden. Aber
andere Stimmen werden doch vernehmbarer. Sie weisen auf den rasanten Ausbau von Wind- und Solarparks bei Russlands östlichen Nachbarn, China und Kasachstan, hin. Sie zeigen auf, dass Elemente einer grüneren Energie- und Wirtschaftspolitik zur Modernisierung und Diversifizierung beitragen, wie seit Jahren von Experten und Reformern im Regierungsapparat in Moskau gefordert wird. Hinzu kommt, dass die russische Atomwirtschaft nicht nur mit stark verzögerten Bauzeiten für ihre geplanten Reaktoren, sondern auch mit großen finanziellen Problemen zu kämpfen hat, wie der World Nuclear Status Report gerade veröffentlicht hat. Erste Anzeichen eines Umdenkens sind sogar in den staatlich kontrollierten Öl- und Gasunternehmen erkennbar. Und auch in Deutschland wird dafür geworben, so jüngst in einem Papier der SWP, die Erfahrungen der deutschen Energiewende zu nutzen für eine verstärkte deutsch-russische Kooperation im Bereich von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien als ein Mittel, die bilateralen Beziehungen wieder zu verbessern. Das Potenzial ist riesig. Die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien sagt, dass Russland den Anteil an erneuerbaren Energien bis 2030 vervierfachen könnte, also von jetzt 3 auf 11%. Allerdings, Russlands hochzentralisiertes Energiesystem mit den Schwerpunkten Atom, Öl und Gas bildet zugleich eine der wichtigsten Säulen der politischen Macht. Seine ökologische Umwandlung, Dezentralisierung und Flexibilisierung, das bedeutet ja Energiewende, ist ohne politische Reform nicht zu haben. Davon sind wir tief überzeugt. Wird das in Russland auch so gesehen? Eine spannende Frage, der wir uns heute Abend mit Expertinnen und Experten zuwenden wollen in Vorträgen und Diskussionen. Und ich möchte jetzt an Gabriele Freitag übergeben, die diese Debatte moderieren wird. Und ich hoffe, dass Sie alle sich dann kräftig mit einmischen. Viel Spaß heute Abend. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ganz herzliches Willkommen von meiner Seite als Co-Organisatorin. Ich vertrete hier die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde. Ganz herzlichen Dank nochmal an Ellen Überscher für die freundlichen Worte, für die Kooperation, auch für diese sehr gute Einführung, die wir gerade hatten und in der ja schon deutlich geworden ist. Wir kennen einerseits dieses sehr negative Narrativ, wenn es um eine ökologische Modernisierung Russlands geht. Russland als Geisel seiner eigenen Rohstoffe aufgrund der eigenen Energieversorgung und auch Rohstoffe als Export gibt es eigentlich gar keinen wirklichen Druck hin zu einer Modernisierung der Wirtschaft. Die Klimakatastrophe, so heißt es, wird innerhalb der Bevölkerung eigentlich auch gar nicht so als ein Problem wahrgenommen und deswegen gibt es auch einen also kaum ein Druck von gesellschaftlicher Seite und deshalb sind die Aussichten für die ökologische Modernisierung relativ düster. Das ist so das gängige Bild, was Ellen Überscher ja auch eben gezeichnet hat und interessanterweise in der Diskussion, die wir hier gerade vor dieser Podiumsdiskussion schon hatten in einer kleinen Runde, wurde deutlich, es gibt aber auch die andere Seite, die eben sagt, so düster sieht das Bild eigentlich gar nicht aus. Russland ist inzwischen auch vom Klimawandel betroffen und offensichtlich gibt es doch sowohl innerhalb des Staates als auch innerhalb der Wirtschaft inzwischen Personen, die verstehen, wir müssen etwas tun zur ökologischen Modernisierung. Manche sprechen gar von einer neuen Koalition, die es gäbe zwischen Vertretern aus Staat und Wirtschaft, aus NGOs und Thinktanks. Und es gibt natürlich durchaus eine junge Generation in Russland, die auch ihre Protestbereitschaft sehr gut gezeigt hat bei den Protesten gegen Korruptionen und unter denen es durchaus auch viele Befürworter einer nachhaltigen Modernisierung gibt. Die Frage ist,
wie weit tragen diese Stimmen und wie weit haben wir es wirklich mit einem neuen Potenzial auch zu tun für ökologische Modernisierung. Um diese Fragen geht es jetzt auch hier in unserer Diskussion. Gibt es seitens der Wirtschaft, der Politik, der Gesellschaft eine Akzeptanz für die Erneuerung? Für wen und unter welchen Umständen ist eine ökologische Transformation der russischen Wirtschaft ökonomisch sinnvoll und attraktiv? Und welche praktischen Beispiele gibt es? Ich bin sehr froh, dass wir zwei Vertreterinnen, zwei Fachleute, Vertreter aus Moskau haben, die uns hierzu sehr sachkundig Auskunft geben können. Ich begrüße zu meiner Linken Sergej Babiljow. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, arbeitet an der Lomonossow-Universität in Moskau, ist Autor zahlreicher Publikationen und unter anderem eben auch Publikationen zu Nachhaltigkeitsstrategien und Entwicklungen im russischen Energiesektor. Zu meiner ganz Linken begrüße ich Ellen von Zitzewitz, die ebenfalls aus Moskau angereist ist. Sie ist der Mitarbeiterin des Auswärtigen Amtes und zurzeit Botschaftsrätin in der Wirtschaftsabteilung der Deutschen Botschaft in Moskau und auch eine ausgewiesene Kennerin der aktuellen Entwicklungen im russischen Wirtschafts- und Umweltsektor. Und Ellen Überscheer hat es eben schon gesagt, es geht heute tatsächlich nicht nur rein um die wirtschaftlichen Fragen rund um eine ökologische Modernisierung. Das Konzept, um das es geht, ist ein etwas komplexeres. Nicht von ungefähr heißt ja der Obertitel unserer Veranstaltung, wie heißt Green New Deal auf Russisch? Sie werden es wissen, der Begriff des New Deal ist ja einer, der in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in den USA entwickelt wurde. Es ging um ein ganzes Paket von Sozial- und Wirtschaftsreformen unter Präsident Roosevelt und es war eine Antwort auf die damalige Wirtschaftskrise. Eine Antwort auf die Wirtschaftskrise, die aber komplexer war und auch über ein reines Wirtschaftsprogramm hinausging. Und beim Green New Deal haben wir es ja wieder mit der Antwort auf eine Krisensituation zu tun. Hier ist es jetzt die Klimakrise und auch dieses Thema ist komplexer und geht über reine Wirtschaftsfragen hinaus. Und deshalb haben wir beschlossen, zu Beginn dieses Panels eine kurze Einführung zu haben in die Vision der ökologischen Modernisierung und auch in die Frage, warum das Thema für Russland eigentlich relevant sein sollte oder sein kann. Und damit komme ich zum ersten Redner und zum dritten Diskutanten. Zu meiner Rechten wurde auch schon kurz begrüßt Ralf Füchs. Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, ihn hier heute Abend kurz einführen zu dürfen. Ralf Füchs, Ihnen allen bekannt als ehemaliger Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, Co-Gründer und Gesellschafter eines neuen Thinktanks, Zentrum Liberale Moderne. Das ist Programm, der Titel ist Programm. Und ganz wichtig heute hier, Autor des Buches Intelligent wachsen. Die grüne Revolution, ein offensives Plädoyer. Und zwar ein Plädoyer gegen das Konzept des Gesundschrumpfens und für ein nachhaltiges und sozial inklusives Wachstum. Ralf Füchs, wir freuen uns auf Ihren Kurzvortrag. Vielen Dank, Gabriele, für diese wunderbare Einführung. Schön, mal wieder in meiner, ich hätte fast gesagt, alten Heimat zu sein und so viele vertraute Gesichter zu sehen zu einem Thema, was mich auch schon sehr lange umtreibt. Es gibt auch übrigens eine russische Ausgabe des Buchs, was Gabriele Freitag gerade zitiert hat. Ich will heute Abend kurz über zwei gegenläufige Trends referieren, nämlich die russische Wirtschaftsstruktur und die Herausforderungen, die sich aus Klimawandel und dem zumindest Versuch, ihn auf maximal 2 Grad zu begrenzen, ergeben, gerade für eine so rohstofforientierte Ökonomie, wie es die russische ist. Ich fange mal an mit ein paar einfach statistischen Informationen, die so einen kleinen Eindruck geben sollen vom Charakter der russischen Wirtschaft. Wenn man vergleicht das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, dann liegt es in Deutschland bei etwa 48.000 US-Dollar im Jahr.
in den Vereinigten Staaten, und Deutschland ist damit Rang 30 weltweit, also keineswegs an der Spitze, in den Vereinigten Staaten schon deutlich höher, bei über 57.000 Dollar pro Kopf, und in Russland bei 26.000, also roundabout der Hälfte dessen, was die hochentwickelten großen westlichen Industrienationen aufweisen. Da sieht man schon den Abstand, vor allem im Hinblick auf die Produktivität der Wirtschaft, den es zwischen Russland und den westlichen Ökonomien gibt. Russland, einer der größten Energieproduzenten der Welt, verfügt über ein Viertel der Weltgasreserven, 6,3% der Weltölreserven. Da sind die unkonventionellen Reserven, also Fracking, noch nicht eingeschlossen. Und ist übrigens auch ein Kohleriese mit fast 20% der weltweiten bekannten Kohlevorkommen. Was als Reichtum erscheint und eigentlich traditionell auch in der Entwicklung der Industriegesellschaft ja der Rohstoffreichtum war, der die Industrialisierung vorangetrieben hat, Kohle, Öl, Gas. Das erweist sich aber in verschiedener Hinsicht gleichzeitig als Fluch. Zum einen im Hinblick auf die überproportionale Abhängigkeit der russischen Ökonomie aus dem Verkauf von Öl und Gas, also aus den Exporterlösen für diese zwei wichtigsten fossilen Energieträger. Kohle wird vor allem im Land selbst benutzt. 80% der russischen Exporte sind Rohstoffexporte. Und die Erlöse daraus finanzieren etwa zu 50% den Staatshaushalt. Daran kann man ermessen, wie abhängig die russische Ökonomie heute von diesem Sektor ist. Und nicht nur die Ökonomie, sondern auch der russische Staat. Zu diesem Bild gehört auch und zu der Schattenseite dieses Ressourcenreichtums, dass eine so rohstoff- und energielastige Ökonomie gleichzeitig eine sehr stark monopolistische und oligarchisch geprägte Ökonomie ist. Nur 20% der russischen Wirtschaftsleistungen kommen von kleinen und mittleren Unternehmen. Im Durchschnitt der Industrieländer, also der OECD-Länder, sind es 60%, also dreimal so viel. Das zeigt schon, wie unentwickelt in Russland ein ökonomischer Mittelstand ist, also Unternehmertum von kleinen und mittleren Unternehmen, und wie stark die russische Wirtschaft geprägt ist von Großunternehmen, die entweder direkt oder indirekt unter Kontrolle des Staates stehen. Die Privatisierung ist in Russland etwa mit dem Jahr 2000 zum Erliegen gekommen, und seitdem gibt es sogar wieder einen wachsenden Staatsanteil. Offiziell liegt er bei etwa 35-40%. Es gibt inoffizielle Schätzungen, die davon ausgehen, dass rund 50% der russischen Wirtschaftsleistungen vom Staat heute kontrolliert werden. Und das ist gleichzeitig, das klang schon in der Einleitung von Ellen Überscheer an, die Grundlage für dieses System der Bereicherung der Funktionseliten, also der Inhaber von Machtpositionen innerhalb des Staatsapparates. Gibt einen Begriff dafür, der ist zwar spitz, aber durchaus zutreffend, dieses Regime als Kleptokratie zu beschreiben, also eine systematische Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums durch die politischen Machteliten. Da schließe ich dann ein: Sicherheitsorgane, Justiz und andere staatliche Körperschaften. Im Korruptionsindex von Transparency International liegt Russland auf Platz 136 von 175 untersuchten Nationen. Hier ein internationaler Vergleich, wie stark die Wirtschaftsleistung verschiedener Länder von ihren natürlichen Ressourcen, also von der Rohstoffförderung, abhängig sind.
Ganz vorne die Republik Kongo, und dort ist das offenkundig eben auch ein Fluch, dieser Ressourcenreichtum, weil er dieses System von Warlords sagen, anfeuert, die versuchen, diese Ressourcen zu privatisieren und sich daran zu bereichern. Saudi-Arabien ist klar. Irak, Iran auch mit ihrem hohen Abhängigkeit von Öl. Und dann kommt schon Russland. Etwa knapp 20% des russischen sagen, Inlandsprodukts, der russischen Inlandswirtschaftsleistung gehen auf den Rohstoffsektor zurück. Norwegen ist unter den europäischen, den westlichen Nationen da auch noch relativ hoch aufgrund seiner großen Öl- und Gasvorkommen. Aber dann sehen Sie, dass bei den USA, Großbritannien und ganz extrem bei Deutschland der Rohstoffsektor eigentlich in der Volkswirtschaft kaum noch eine Rolle spielt. Das heißt, diese Vorstellung, dass Rohstoffreichtum wirtschaftlichen Wohlstand und Erfolg garantieren würde, die stimmt offenkundig sagen nicht, sondern die hochentwickelten Industrieländer basieren inzwischen auf einem ganz anderen Rohstoff als auf Öl oder Kohle oder Gas, nämlich auf Innovation, auf Wissen. Das ist sagen, die eigentliche sagen, Quelle einer modernen, prosperierenden Volkswirtschaft. Man kann diese Schlagseite sagen, der russischen Volkswirtschaft auch noch an einer anderen Größenordnung ermessen, nämlich der CO2-Intensität des russischen Inlandsprodukts. Das heißt, wie viel CO2-Emissionen werden freigesetzt pro Dollar Umsatz, pro Dollar Wirtschaftsleistung. Und da ist Russland ganz am Ende der Skala. Also es ist eine extrem CO2-intensive Wirtschaftsweise, während Japan, Großbritannien, Deutschland und die USA deutlich weniger, etwa fast ein Zehntel nur der CO2-Intensität der russischen sagen, Wirtschaft aufweisen. Das gehört alles mit zu diesem Bild des Ressourcenfluchs. Und meine These ist, die ich jetzt im Folgenden kurz erläutern will, dass diese Rohstoffreserven, vor allem die fossilen Energiereserven Russlands, von zwei Seiten her entwertet werden. Zum einen, was die Angebotsseite angeht, durch eine latente Überproduktion, vor allem im Öl- und Gassektor. Das hat zu tun mit den unkonventionellen Fördermethoden, Fracking. Das hat die USA wieder zu einem Ölexporteur gemacht. Es gibt riesige Kapazitäten auch in anderen Ländern. Wenn der Ölpreis über 60 Dollar steigt, dann wird es lukrativ, die zu aktivieren. Das heißt, wir haben einen Mechanismus eingebaut, inzwischen im globalen Ölmarkt, der dafür sorgt, dass sobald der Preis wieder über eine gewisse Schwelle steigt, das Angebot sprunghaft mit nach oben geht, was wiederum dazu führt, dass der Ölpreis langfristig eher stagnieren wird in einem Bereich, der für die russische Volkswirtschaft und für den russischen Staat nicht auskömmlich ist. Also es gibt Schätzungen, dass eigentlich Russland etwa einen Ölpreis von 80, 90 sagen Dollar pro Barrel benötigt, um sich zu refinanzieren. Wir liegen jetzt in so einem Bereich roundabout von 50 Dollar und es ist überhaupt nicht absehbar, dass sich das ändern wird. Ähnlich bei Gas. Das hat bei Gas außer diesen unkonventionellen Fördermethoden auch damit zu tun, dass die Gasverflüssigung als Technologie jetzt stark an Terrain gewinnt, also Flüssiggasterminals und damit die Abhängigkeit von Pipelines überwunden wird und das Angebot damit ist, entsteht ein globaler Gasmarkt, der auch auf den Preis drückt. Das ist sozusagen die Angebotsseite. Die alte Idee, die ja auch sagen, in der Ökologiebewegung immer kultiviert wurde von Peak Oil. Ja, also der Industriegesellschaft geht das Öl aus. Wir haben den Höhepunkt der Ölförderung bereits überschritten. Das war bereits eine Prognose des Club of Rome von 1972. Das hat sich als komplett falsch herausgestellt.
Die Reserven sind schneller gestiegen als die Nachfrage. Wenn wir einen Gipfel sehen, wenn wir einen Peak sehen, dann ist es eher ein Peak Demand. Und nicht sagen eine Verknappung auf der Angebotsseite. Und Peak Demand aus zwei Gründen. Zum einen kann man schon über die letzten 20 Jahre feststellen, dass die Ölintensität der entwickelten Volkswirtschaften abnimmt. Also der Ölverbrauch pro Einheit des Bruttosozialprodukts geht deutlich zurück. Das hat mit Effizienzgewinnen in der Industrie zu tun, aber auch effizienteren Fahrzeugen auf der Straße. Und jetzt kommt noch ein ganz anderer Faktor dazu, nämlich der ökologische, der dafür sorgen wird, das ist jedenfalls die optimistische Prognose aus einer klimapolitischen Sicht, dass die Nachfrage nach fossilen Energieträgern mittel- und langfristig zurückgehen wird. Nochmal kurz rekapitulieren, was waren die großen Botschaften des Klimagipfels von Paris Ende 2015? Erderwärmung auf unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad begrenzen, weil dann turbulente Selbstverstärkungseffekte einsetzen, die den Klimawandel vermutlich außer Kontrolle geraten lassen, dann Richtung 3, 4 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Das erfordert eine Reduzierung der globalen Treibhausgasemissionen bis zur Mitte unseres Jahrhunderts, bis 2050, um die Hälfte. Also die jetzigen Emissionen um 50% absenken. Und für die hochentwickelten Industrieländer bedeutet das ein Minus von 80-90%. Und das bedeutet nichts anderes als eine weitgehende Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaft. Also eine Reduzierung des Verbrauchs fossiler Energiereserven in Richtung Null. Nicht nur im Energiesektor, das gilt dann auch für chemische Industrie zum Beispiel, gilt auch für die Landwirtschaft. So, und das heißt, dass der allergrößte Teil der heute bekannten fossilen Energiereserven im Boden bleiben müssen. Etwa in einer Größenordnung von 80-90%. Das kann man naturwissenschaftlich exakt ausrechnen. Ja, wenn wir noch etwa ein CO2-Budget haben von 800 Milliarden Tonnen, wenn wir unter den 2 Grad bleiben wollen, dann können wir nur einen Bruchteil der heute bekannten fossilen Energiereserven nutzen. Und das bedeutet natürlich eine dramatische Entwertung dieser Reserven. Und die wird natürlich vor allem dort durchschlagen, wo wie in Saudi-Arabien oder Russland die Volkswirtschaft extrem abhängig ist von der Förderung und dem Export dieser Vorräte. Das ist übrigens menschheitsgeschichtlich tatsächlich wäre das eine einzigartige Kraftanstrengung, vorhandene Energiereserven, für die es auch bekannte und erprobte Technologien gibt, nicht zu nutzen. Ja, das ist eine extrem anspruchsvolle Aufgabe und die setzt, kommen wir dann gleich darauf voraus, einerseits eine technologische Revolution Richtung erneuerbare Energiequellen, aber gleichzeitig auch eine sehr klare, vorausschauende Politik mit den entsprechenden ökologischen Leitplanken. Die gute Nachricht ist, jedenfalls aus Klimasicht, und die schlechte Nachricht für die russische fossile Energiewirtschaft, dass dieser Turnaround global bereits begonnen hat. 2014 war ein Schlüsseljahr, weil 2014 zum ersten Mal weltweit, also nicht nur in den hochentwickelten Industrieländern, weltweit mehr Investitionen in erneuerbare Energien geflossen sind als in fossile Energien, Öl eingeschlossen. Das heißt, wir sind schon in einem solchen Swing von den fossilen zu den erneuerbaren. Man kann das auch an diesem Schaubild sehr schön sehen, dass inzwischen die Entwicklungsländer
aufgeholt haben, was die Investition in erneuerbare Energien betrifft. Es ist nicht mehr nur ein Monopol oder ein Terrain für die Reichen, für die Wohlhabenden, sondern gerade umgekehrt in den Entwicklungsländern gibt es einen zunehmenden Umschwung Richtung Erneuerbare. Und wenn man fragt, warum, dann gibt es darauf eine klare Antwort. Das ist nicht einfach nur die Einsicht in die Notwendigkeiten, den Klimawandel zu begrenzen, sondern es geht um Ökonomie, es geht um Kosten. Wir haben in den letzten 10 Jahren eine dramatische Kostenreduktion gesehen für Wind- und Solarenergie. Alleine in dem Zeitraum zwischen 2009 und 2014, also innerhalb von 5 Jahren, eine Kostendegression für Photovoltaik, also für Solarstrom, um 80% und für Windenergie um 60%. Das heißt, für viele Länder, für viele Regionen sind heute Investitionen in erneuerbare Energien auch aus wirtschaftlichen Gründen lukrativer als Investitionen in Kohle, Öl und Gas. Das betrifft jedenfalls den Stromsektor. Ich komme gleich noch darauf. Und was im Stromsektor bereits in vollem Gang ist, die Verdrängung fossiler durch Erneuerbare, das beginnt jetzt auch im Transportsektor. Und das ist natürlich eine Schlüsselfrage für die Ölindustrie. Ja, eine Dekarbonisierung des Transports wird den größten Markt für die Ölindustrie vernichten. Das ist nämlich Benzin und Diesel. So, und Elektromobilität in ihren verschiedenen Formen, ob das jetzt Batterietechnologie ist oder Wasserstofftechnik, das ist auch für den Verkehrsbereich die Technologie der Zukunft, nicht nur für Autos, sondern auch für Züge und für Flugzeuge. Das Gleiche, ich mache es jetzt im Staccato, gilt für den Gebäudebereich. Gebäudewärme, auch da spielt Öl und Gas heute noch eine zentrale Rolle, wird entweder eingespart werden durch Gebäude, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen, das ist technisch möglich, oder durch den zunehmenden Einsatz erneuerbarer Energien auch im Bereich von Kühle und Wärme. Die gute Botschaft daran ist, und das, was vielleicht doch auch diese ganze Transformation nicht nur als Verlust erscheinen lässt, sondern als eine große Chance, als einen Aufbruch in eine neue industrielle Epoche, dass diese Transformation mit einer enormen Steigerung von Investitionen verbunden sein wird. Also der Umbau unserer Energiewirtschaft, unseres Verkehrssektors, die ökologische Erneuerung unserer Städte, all das erfordert mehr Investitionen als heute. Es bedeutet einen enormen Schub auch für Forschung und Entwicklung, also für Innovation. Und damit ist es der Schlüssel für das, was viele Ökonomen Green Growth nennen, also eine neues grünes Wirtschaftswunder mit steigenden Jobs und sagen, Einkommen. Also es ist nicht die, wie Gabriele Freitag sagte, die Vision des Gesundschrumpfens. Und wenn man fragt, und das ist dann der Bogen zur Politik, was sind eigentlich die Akteure, was sind die Treiber für diese grüne industrielle Revolution, für diese fundamentale Veränderung unserer Produktionsweise, um die es hier geht, dann ist es zum einen natürlich Politik vom Schutz der globalen Güter wie dem Klima oder der Weltmeere bis hin zu einer ökologischen Steuerpolitik, ein Preis für CO2-Emissionen, der dann Steuerungswirkung entfaltet, oder Effizienzstandards für Maschinen, für Haushaltsgeräte, für Elektrogeräte. Es sind die Unternehmen. Das heißt, es geht auch um einen innovativen Unternehmenssektor mit Unternehmertum im besten Sinne, nämlich Innovation, die durch Unternehmen forciert wird. Etwa 80% aller Innovationen kommen bei uns aus dem Unternehmenssektor. Die kommen nicht aus den staatlichen Forschungseinrichtungen. Und das wird schon sein kritisch, selbst wenn man voraussetzen würde, dass es in Russland oder in China den Willen zur ökologischen Umsteuerung gibt.
braucht es dafür einen Unternehmenssektor, der viel stärker von kleinen, mittleren Unternehmen und von offenen Märkten getragen wird. Ein vierter Faktor ist Forschung und Entwicklung. Das setzt aus meiner Sicht auch voraus Forschungsfreiheit und Wettbewerb im sagen, wissenschaftlichen Sektor, nicht staatliche Gängelung. Und der letzte Faktor und nicht der unbedeutendste, das ist jedenfalls aus meiner Sicht eine lebendige, eine kritische Zivilgesellschaft, die in der Lage ist, Druck auszuüben auf Regierungen oder auf Unternehmen und die soziale Innovation hervorbringt, wie etwa Carsharing oder die ganze Bewegung für weniger Fleischkonsum, die Kritik an der Massentierhaltung. Also es braucht auch kulturelle und soziale Treiber für diese Veränderung. Das ist nicht nur ein Top-Down-Prozess. Und deshalb bin ich tatsächlich überzeugt, dass eine ökologische Transformation auch der russischen Ökonomie eben nicht nur ein wirtschaftlicher und nicht nur ein technischer Prozess ist, sondern mit tiefgreifenden politischen Reformen verbunden sein muss, mit Rechtsstaatlichkeit, politischem Pluralismus und Freiheit für Zivilgesellschaft. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ralf Füchs, für die Einführung in dieses Thema. Wir haben gehört, einerseits die Aussichten sind, wenn wir es jetzt gleich auf die russische Wirtschaft hin übertragen, auf der einen Seite eher trübe, also ein eher stagnierender Öl- und Gaspreis und ohnehin vielleicht ein weniger hoher Bedarf, sodass Export auch gar nicht mehr so weit möglich ist. Und gleichzeitig liegt aber in diesem Fluch, den wir auch schon genannt haben, vielleicht auch eine Chance für die Modernisierung. Sergej Babiljow, das war jetzt ein allgemeiner Vortrag. Jetzt brechen Sie das Ganze doch bitte mal runter auf die Situation in Russland. Was sind denn die Bedingungen und was sind die Potenziale für eine solche Modernisierung? Vielen Dank. Liebe Kollegen, zunächst vielen Dank für die Einladung. Ich komme ja nicht nur hierher, um zu berichten, was ich selber denke, zu erzählen, was ich denke, aber mir macht es auch immer wieder Spaß, mich mit meinen deutschen Kollegen zu unterhalten und neues Wissen zu bekommen. Ich bin Professor einer Moskauer Universität und ich habe eine Literaturliste für faule Studenten. Ich unterstreiche für faule Studenten. Ja? Das sind die, die nicht gern Englisch lesen, Deutsch lesen. Und in dieser Liste für faule Studenten habe ich zwei Bücher von dem sehr verehrten Herrn Füchs über die grüne Wirtschaft und das zweite Buch von Weizsäcker, Factor 5. Zwei hervorragende Bücher, die ins Russische übersetzt sind und die mir sehr helfen. Ich habe wenig Zeit und deswegen würde ich drei Blöcke identifizieren in meinen Kommentaren. Der erste Block ist oder betrifft den Punkt der Ideologie der ökologischen Modernisierung in Russland. Der zweite Block betrifft die konkreten Mechanismen und Instrumente, die wir in Russland haben, um eine ökologische Modernisierung umzusetzen. Und der dritte Block betrifft die Probleme, die Hindernisse, die eine ökologische Modernisierung behindern. Ich fange mit dem Optimistischen an. Die Ideologie der ökologischen Modernisierung, die Konzeption der ökologischen Modernisierung. In diesem Jahr haben wir in Russland das Jahr der Umwelt. Und ich denke, wir haben zwei sehr interessante Dokumente. Das erste Dokument, das ist vom Januar, ein Auftrag des Präsidenten. Ja, das kann man sagen, das ist ein langer Titel.
Da geht es um die Berücksichtigung der Interessen der ökologischen Entwicklung, um auch die Folgegenerationen schützen zu können. Wie auch immer, es ist ein Auftrag des Präsidenten, ökologische Ministerien, Modernisierung zu betreiben. Ging an die Ministerien. Das zweite Dokument, das will ich jetzt nicht groß ansprechen, das ist eine Konzeption der ökologischen Sicherheit. April 2017. Das ist aber allgemeiner gehalten, das ist eher konzeptuell. Das erste Dokument, diesen Auftrag des Präsidenten, ist mir näher, zumal ich im letzten Jahr auch an einer Expertengruppe teilgenommen habe, die Dokumente für den Staatsrat vorbereitet haben. Die Sitzung fand im Dezember statt und der Staatsrat ist eine Vereinigung. Dazu gehört der Premierminister, der Präsident, die Regierungsmitglieder, Gouverneure, russische Parteiführung. Ja, und wie gesagt, das war dann die Sitzung, auf deren Grundlage der Auftrag des Präsidenten erteilt wurde. Wir waren nicht so viel Kollegen und wir hatten immer gewisse Zweifel, was denn wohl übernommen wird von unserer Arbeit, ja, was der Output aus dieser Staatsratssitzung ist, weil wir haben versucht, wie die Konzeption oder die Ideologie der ökologischen Modernisierung in Russland aussehen könnte, die Aufgaben in den nächsten 20, 30 Jahren, was ist da möglich in Russland? Und es war eine große Gefahr, dass im Abschlussdokument vielleicht nur so allgemeine Phrasen aufgenommen werden, dass man gegen Verschmutzung kämpfen muss und gegen Ausleitung und so weiter. Und dass es nichts über ein neues Modell, Entwicklungsmodell für Russland beinhalten wird. Aber das ist ja die prinzipielle Frage. Es ist ja allgemein anerkannt, und der Professor Füchs hat es auch gut gezeigt, dass dieses Export- und Rohstoffmodell sich überlebt hat. Es ist nicht mehr stabil, nicht mehr nachhaltig, es ist gegen die Umwelt, aber irgendwas Neues, Schönes, habe ich persönlich noch nicht gesehen. Und deswegen haben wir versucht, dieses neue Modell zu entwickeln. Und ich wiederhole immer wieder, ich bin wirklich sehr dankbar, auch den Fachleuten im Präsidenten, der Redenschreiber der Präsidenten. Im Prinzip ist alles, was wir Wissenschaftler in diesen Vortrag reingebracht haben, sowohl in den Vorträgen des Präsidenten und in dem Auftrag seitens des Präsidenten mit aufgenommen worden. Und letztendlich haben wir jetzt ein Dokument, was in Russland vielleicht nicht mal mehr alle Wirtschaftswissenschaftler verstehen können, weil in diesem Auftrag des Präsidenten stehen tolle Auflagen, nämlich Übergang zum Modell der ökologisch nachhaltigen Entwicklung oder Entwicklung von Indikatoren einer nachhaltigen Entwicklung. Mein Lieblingspunkt ist Entwicklung von Mechanismen der Kompensierung der Zahlung für ökologische Dienstleistungen und viele andere interessante Ausdrücke. Also es wäre schon spannend und nützlich, um eine Ideologie für die Zukunft definieren zu können. Da sind wirklich interessante Punkte zu erneuerbaren Energien, zur Energie insgesamt, darüber, dass es nötig ist, dass man zum Beispiel auch die Senkenfähigkeit der Wälder in Russland mit bedenkt und so weiter. Rein wissenschaftlich ist es sicherlich ein interessantes Dokument, in meinen Augen. Und der zweite Block, das sind die konkreten Mechanismen und Instrumente, die wir jetzt in Russland haben und die letztendlich schon fertig sind, um zu starten damit. Ja? Ich habe das heute Morgen schon gesagt, ich möchte mich vor meinen Kollegen jetzt entschuldigen, wenn ich einiges wiederhole. Es gibt eine Konzeption der besten Best Available Technologies, also in den letzten 20, 30 Jahren war das in Europa eine wichtige Konzeption. Das sind Technologien, die helfen, die Umwelteinflüsse zu minimieren und trotzdem wirtschaftlich akzeptabel sind. Also relativ auch preiswert, um sie nutzen zu können und halt diese ökologische Touch. Und Russland hat die europäischen Erfahrungen übernommen. In den letzten 3 Jahren wurden in Russland
teilweise europäische Fragewerke kopiert, dann was Neues dazu gesetzt. Und in 2 Monaten, am 1. Januar 2018, ist der Plan, dass in Russland 51 Nachschlagewerke zu diesen Best Available Practices und Technologies veröffentlicht werden. Und diese 51, die umfassen die gesamte Wirtschaft. Und da wird beschrieben, welche Technologien eingesetzt werden sollen und was wichtig ist und was auch wichtig ist oder Priorität hat für die ökologische Modernisierung. Das Zweite in meinen Augen ist der Versuch, übrigens ist das auch in dem Auftrag des Präsidenten, dass man ein System, ein Indikatorensystem entwickeln für eine stabile Entwicklung. Dieser Begriff Sustainable Development ist in Russland ja auch sehr verschwommen und klingt immer noch exotisch. Und wenn Sie einen Beamten fragen, was das sein soll, wird er sagen, das ist das Wachstum der Wirtschaft, der auf dem Wachstum des BIP basiert. Punkt. Also wenn Sie in Russland sagen, dass Sie Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung entwickeln wollen, ist das eben auch noch nicht eindeutig. In Russland wird jetzt eine Arbeit beendet. Da geht es um die Anpassung, die UNO-Konferenz 2015. Da gab es ja diese Tagesordnung bis zum Jahre 2030, die Ziele bis 2030, unter anderem auch nachhaltige Entwicklungsziele. 17 Ziele, ungefähr 160 Aufgaben und mehr als 230 Indikatoren. Die russische Agentur für Statistik arbeitet jetzt mit diesen Zahlen und ich hoffe, dass zum Beginn des nächsten Jahres wir auch ein System von Zielen haben und von Indikatoren angepasst an Russland. Und die dritte in meinen Augen sehr wichtige Richtung sind halt verschiedene Kohlenstoff-Sujets. Noch 2014 gab es eine Entscheidung über Berechnungsmethodiken, Fußabdruck, CO2-Emissionen und so weiter. Und ich sagte ja bereits, jetzt werden Ökosysteme entwickelt, wie Treibhausgase auch vielleicht mit geschluckt werden können. Es geht dann um Senken in Wäldern und so weiter. Wie kann man diese Sujets mit diesen ganzen Kohlenstoffmechanismen direkt in Russland darstellen? Jetzt komme ich zu einem weniger optimistischen Teil meines Beitrages. Die Frage Nummer 1. Warum braucht Russland eine ökologische Modernisierung? Ich denke, wenn man Beamte zum Beispiel im Wirtschaftsministerium befragt oder im Finanzministerium oder im Energieministerium oder im anderen, die brauchen das nicht. Die haben auch die Terminologie nicht, ja, für Indikatoren oder systemische Dienstleistungen und so weiter. Unsere Kollegen aus China, die über grünes BIP sprechen und so weiter, das sind ja Dinge, die das System der Entscheidungsfindung radikal ändern. Es ist ja klar, was in der Wirtschaft gut und was schlecht ist. Und wenn wir hier eine ökologische Komponente dazu bringen, und dazu gehört ja auch die Volksgesundheit, dann müssen wir ganz andere Entscheidungen treffen. Ein Grund, warum wir stolz sind, dieses Autorenkollektiv, was die Materialien für den Staatsrat vorbereitet hat. Unser Präsident hat im Dezember gesagt, dass der Schaden von der Verschmutzung der Umwelt bis zu 6% des BIP betragen kann. Und wenn man dazu noch die Gesundheit der Bevölkerung dazu nimmt, könnten es in einigen Regionen sogar bis zu 15% des BIP sein. Der Schaden für die Gesundheit. Das heißt, wir haben eine ganz andere Realität. Wir haben eine Realität, die 2-3% des BIP darstellt. Ich hoffe, meine Kollegin aus China wird das auch widerlegen, weil das ist schädlich für Russland. Je mehr man Naturressourcen erschöpft, je mehr man seine Umwelt verschmutzt, desto besser steht man im BIP da. Ja, auf dieser Grundlage werden in Russland derzeit Pläne für das Jahr 2030 entwickelt von meinen Kollegen aus dem Energieministerium. Und das ist natürlich eine absurde Herangehung für ein Land mit solchen großen Bodenschätzen einerseits und andererseits
Problem im sozialen Gebiet. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Trotzdem noch der zweite objektive Faktor, das ist die absolute Trägheit der Gesellschaft, der Wirtschaft. Das Modell, dieses Export- und Rohstoffmodell, das ist ja schon zu sowjetischen Zeiten aufgebaut worden. Öl, Gas, Kohle, Edelsteine, Metalle, Aluminium, schnell gewonnen, schnell verkauft. Und diese Trägheit, ja, warum soll man das aufbrechen? Um das zu ändern, wenn wir über eine ökologische Modernisierung sprechen, braucht man große Anstrengungen, nicht nur in der Praxis, sondern in den Köpfen, das Umdenken. Und das dritte Wichtige ist die Krise und die Regierung. Entweder ist es immer noch nicht klar, haben wir jetzt eine Krise in Russland oder wie sehen die Ziffern in 2017 aus? Wir haben ein bisschen bessere Investitionen, ein bisschen, ja, ist eigentlich ein Wachstum. Also die Situation ist nicht ganz klar. Für die Regierung ist es klar, ökologische Modernisierung, Klima, Wechsel, dieses Best Available Techniques und so weiter, das braucht alles Jahrzehnte. Und unsere Regierung fängt jetzt erst an, gegen die Krise zu kämpfen. Das Big Business, ja, ich habe in sehr interessanten Diskussionen teilgenommen, wo Dokumente über diese Best Available Technologies entwickelt wurden. Da hat man mit dem russischen Unternehmerverband gesprochen. Sie wissen, in Russland nennen wir den manchmal auch Verband der Oligarchen, weil das die reichsten Menschen in Russland sind. Und ich sage Ihnen, die brauchen keine ökologische Modernisierung. Ja? Gut, der einzige Oligarch ist vielleicht Deribaska, weil sein Aluminium bekommt er aus oder entwickelt er mit sauberer Energie, Wasserkraftenergie. Ja, und das letzte ist dann der Punkt der Öffentlichkeit. Wir haben einen Rückgang der tatsächlichen Einnahmen und deswegen eine Unterstützung der Bevölkerung zu erwarten in den Zeiten einer Krise, in den Zeiten rückgehender Einnahmen und so weiter, ist schwierig. Und noch ein wichtiger Punkt, der sechste, hängt mit den Sanktionen zusammen. Wir haben das Wort heute hier noch gar nicht genannt. Aber wenn wir über die technologische Revolution in Russland sprechen, auf der Grundlage dieser Best Available Technologies, wo sollen die in Russland herkommen? Wir haben 51 Nachschlagwerke für die verschiedensten Branchen. Woher sollen wir umweltverträgliche Technologien und Ausrüstung hernehmen? Plötzlich, ja, das ist auch wirklich eine große Bremse, wenn wir über ökologische Modernisierung sprechen. Deswegen als Abschluss, ich denke, dass in Russland die Ideologie mehr oder weniger klar ist, was es bedeutet, ökologische Modernisierung. Im Großen und Ganzen sind auch die Mechanismen klar, die man dazu braucht. Aber es ist überhaupt nicht klar, wer das machen muss und wer das alles fördern soll und antreiben soll. Vielen Dank. Dazu gleich eine Rückfrage, weil Sie haben das ja gerade sehr klar gesagt, es braucht eigentlich diesen Druck. Es braucht entweder den politischen oder den gesellschaftlichen Druck. Wie sieht es denn im Augenblick mit einem internationalen wirtschaftlichen Druck aus? Also Russland ist ja nun Teil der Globalisierung und gerade nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist es stärker Teil der globalen Welt geworden. Russland will auch ein globaler Akteur sein. Gibt es denn dann für Unternehmen, die wirklich international unterwegs sein wollen, gibt es denn da besondere Anreize oder inzwischen das Verständnis dafür, dass man bestimmte Umweltstandards haben muss, um überhaupt auf globaler Ebene agieren zu können? Ja, eine sehr gute Frage. In einem Monat wollen wir einen neuen Vortrag, einen Bericht über die menschliche Entwicklung publizieren im Rahmen des sogenannten analytischen Zentrums bei der Regierung. Wir machen jedes Jahr so einen Bericht und das wird ein Bericht zum Umweltjahr in Russland sein und dort werden wir einen sehr guten Abschnitt haben. Ich hoffe, mein Kollege Herr Knischnikow wird Ihnen berichten darüber, dass es in Russland unterschiedliche Driver gibt, Impulsgeber. Innere und äußere und die äußeren Impulsgeber sind natürlich jetzt stärker für eine
ökologische Veränderungen, wenn wir Gas- und Ölunternehmen oder metallurgische, also Holz, alle Rohstoffunternehmen und Firmen nehmen, haben die alle notwendigen Umweltzertifikate. Sie verstehen natürlich, dass wenn sie was verkaufen wollen, dann müssen sie nachhaltig handeln. Das heißt, dieser äußere Faktor und Mechanismus des Drucks auf eine Ökologisierung unserer Wirtschaft ist natürlich vorhanden und effizient. Wir hatten kurz vor dieser Podiumsdiskussion ja ein Gespräch, in dem Sie auch noch mal betont haben, es gibt durchaus auch in Russland selbst Treiber für eine ökologische Modernisierung. Wo sehen Sie denn da die wichtigsten Ansätze? Und welche Personengruppen sind das? Ja, herzlichen Dank. Erstmal ganz herzlichen Dank an die Böll-Stiftung und auch an die Gesellschaft für Auswärtige Osteuropakunde für diese Einladung heute Abend. Und vielen Dank auch den beiden Vorrednern für die sehr interessanten Einordnungen. Also ich beobachte das jetzt seit 2,5 Jahren. Vielleicht ist es auch ein bisschen die Frage, aus welcher Perspektive man kommt. Vielleicht hängt auch mit dem einen oder anderen eine gewisse Enttäuschung zusammen mit Situationen oder vielleicht auch Szenarien, die noch vor 10, 15 Jahren etwas anders aussahen. Also wir beobachten durchaus, dass der Umweltbereich eine eigentlich sehr gute Dynamik entwickelt. Das ist auch sicherlich ein Bereich, den wir in Zeiten der nicht ganz einfachen deutsch-russischen Beziehungen sehr stark fördern. Wir haben von der Bundesrepublik über 20 Millionen an laufenden Projekten. Wir arbeiten zusammen mit NGOs. WWF ist hier heute auch vertreten. Wir arbeiten auch zusammen mit Regierungsstellen und mit der Wirtschaft. Und da sehe ich eigentlich eine ganze Reihe von Ansätzen. Also wir unterstützen unter anderem ein Projekt zur Entwicklung auch von diesen bestverfügbaren Technologien Leitfäden. Da fokussieren wir uns auf 3 Bereiche. Wir sehen auch, eines der Themen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist eben mangelndes Vertrauen auch in der Wirtschaft und deswegen relativ kurzfristiges Denken. Umweltinvestitionen brauchen meistens langfristige Perspektive. Das heißt, für viele Unternehmen ist es einfach auch schwierig, Kredite zu bekommen, weil die Banken eigentlich eine Rückzahlungszeit von 2, maximal 5 Jahren erwarten. Hier gibt es aber zum Beispiel auch positive Ansätze. Wir hatten jetzt eine erste große Konferenz zum Thema Green Financing, wo auch der Umweltminister wirklich sich einen ganzen Tag für Zeit genommen hat. Es gibt jetzt eine Gesetzesvorlage in der Duma zum Thema Green Financing. Also es gibt auch schon einige Großbanken, russische Großbanken, die das freiwillig bereitstellen. Also da fehlt es eigentlich derzeit mehr an Projekten auch. Die Banken sind da, glaube ich, sehr offen. Wir haben den Energiesektor angesprochen. Der ist sicherlich ein ganz wichtiger Schlüssel. Und wenn wir gucken, also das fand ich sehr interessant, eben nochmal auch, was Ralf Füchs aufgelegt hat, 18% des BIPs sind die Energiebereiche, 15% des BIPs kostet Umwelt. Also da sind wir ziemlich dicht beieinander. Also im Energiebereich sehe ich eine große Dynamik. Also dieser erneuerbaren Bereich, seit 2015 gibt es eine Reihe von Gesetzesvorschlägen zur Förderung der erneuerbaren Energien. Das Kurzfristziel sind derzeit 4,5% bis 2024, vor allem Wind und Solar. Da gibt es jetzt 3 große Akteure, es wurde schon angesprochen, Rosatom, Fortum, aber auch eben Enel. Wir hoffen auch mit deutscher Beteiligung. Und was ich besonders interessant finde, dass auch klassische Unternehmen wie Gazprom, die noch vor 2 Jahren das Thema wirklich sehr stark abweisend betrachtet haben, jetzt sogar ohne Förderinstrumente anfangen, größere Windparks zu bauen. Lukoil baut einen großen Solarpark. Also da gibt es tatsächlich erstes Interesse. Und dann in anderen Bereichen, die wir jetzt nicht angesprochen haben, aber wo wir auch eine große Dynamik in der Diskussion sehen, ist der ganze Abfallsektor. Also die Regierung selber geht aus von 22.000 illegalen Müllkippen, großen Müllkippen, also auch Industriemüllkippen. Es gibt ein großes Problem in Petersburg, Krasny Bor, wo wirklich hochgiftige Substanzen in die Ostsee hineinsickern. Also das Abfallthema, da sehen wir auch, dass die Regierung sich wirklich bemüht. Es gibt ein neues Abfallgesetz, was jetzt in Kraft getreten ist, da Maßnahmen zu finden. Und auch wir als Bundesrepublik werden das als eines unserer 9 Projekte in den Blick nehmen. Also insofern, ich sehe da schon eine ganze Menge auch an Ansätzen, sowohl in der Wirtschaft, also auch über Russal hinaus, würde ich dann noch Viktor Wechselberg, Anatoly Chubayes und vielleicht können wir auch eben noch mehr in der Gasbranche auf unsere Seite ziehen. Also da gibt es, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr.
Und würden Sie sagen, das ist so ein zentralisierter Modernisierungsschub, der kommt jetzt aus Moskau und vielleicht noch aus Petersburg? Oder sehen Sie da auch aus den Regionen durchaus Impulse und Ansätze? Also ich sehe, dass auch eine neue administrative Elite einzieht, sowohl in die zentralen Ministerien als auch in die Regionen. Es gibt eine Reihe von jungen Gouverneuren, die zum großen Teil auch in Westeuropa studiert haben, die also mehrsprachig sind. Und dass bei denen eigentlich schon auch erstmal ein großes Ambitionsniveau ist, Dinge etwas anders zu machen. Die Frage ist halt, scheitern sie an den alten Strukturen? Schaffen sie es tatsächlich, diesen Wechsel einzuleiten? Das muss man jetzt beobachten. Vielen Dank. Ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Frage dieses Kraftaktes und auch die Überlegung, dass man ja eine Gesellschaft mitnehmen muss für die Modernisierung. Also zum einen muss es die politische Bereitschaft geben, es muss aber auch die gesellschaftliche Bereitschaft geben. Und Sie kennen vielleicht von Gladstone diesen wunderbaren Spruch, der Politiker denkt an die nächsten Wahlen, der Staatsmann an die nächste Generation. Jetzt muss Putin und seine Regierung müssen natürlich an die nächsten Wahlen denken. Und man ist ja immer wieder erstaunt, wie abhängig die russische Regierung doch auch von der Zustimmung der Bevölkerung ist. Sie haben selbst eben gesagt, so eine ökologische Modernisierung, die braucht Zeit, die braucht 10 Jahre Zeit. Was wären denn die Vorteile, die man der Bevölkerung auch klar machen kann, die auch irgendwann sichtbar werden für die Bevölkerung, und zwar in dieser Generation und nicht erst in der nächsten Generation? Sergej Babljow. Eine sehr schwierige Frage. Wir haben hier eine ganze Reihe objektiver Faktoren. Ich glaube, der größte Vorteil, ich bin ja Wirtschaftswissenschaftler und absoluter Pragmatiker, aber ich glaube, der größte Vorteil ist die Gesundheit. Eure Gesundheit, die Gesundheit eurer Kinder, eurer Enkel ist davon abhängig. Aber hier haben wir das Problem, wie identifizieren wir und sagen euch, dass ihr in einer schmutzigen Umwelt lebt und wie das euch beeinflusst. Und wie extrahieren wir also diese Faktoren? Ich als Wirtschaftswissenschaftler frage mich dann auch, was kostet das? Und ich will dann gleich vorpreschen in den zweiten Teil der Diskussion. Meine chinesische Kollegin wird das vielleicht verbessern. Ich habe jetzt aber einen chinesischen Aspiranten, Doktoranden am Lehrstuhl und sie, Doktorandin, und sie sagt, dass die WHO herausbekommen hat, dass ein Chinese, der in einer kleinen, sauberen Stadt lebt, 5-7 Jahre länger lebt als Chinesen, die in Peking oder Shanghai, also in den Großstädten, leben. Verstehen Sie, das ist ja immer ein Preis des Wirtschaftswachstums und der wirtschaftlichen Entwicklung. Und deswegen würde ich denken, dass der größte Vorteil, übrigens ist es ja so, danke an den Kollegen, die Kollegin, in den Regionen haben wir ja sehr viele in den Beispiele für Umweltproteste und Bewegungen für eine saubere Produktion etc. Ich glaube, dass die Regionen, die Leute in den Regionen verstehen es besser. Wir haben ja eine große Diskussion, ob Abfälle verbrannt oder nicht verbrannt werden sollen. Es gibt ja sehr viele Folgeschäden durch Dioxine etc. Ich glaube, das ist das größte Argument, was die Bevölkerung überzeugen könnte. Die Diskussion mit Ihnen, Ralf Füchs. Danke. Ich würde gerne noch 2-3 Bemerkungen zu der bisherigen Diskussion machen. Und vielleicht, ich bin ja eigentlich sonst eher der Öko-Optimist, doch ein bisschen Wasser in den Wein der freudigen Erwartung gießen. Wenn man überlegt, was sind die Hindernisse für einen solchen ökologischen Modernisierungsprozess in Russland. Einige sind genannt worden, aber ich glaube, man muss sie noch mal etwas genauer beleuchten. Frau von Zitzewitz sagte, das extrem kurzfristige Denken, also Investitionen, Return on Investment in 2-3 Jahren, sozusagen, als das vorherrschende Muster. Warum ist das so? Nicht nur wegen der Kreditpolitik der Banken, sondern das hat auch etwas zu tun mit der Unsicherheit des Eigentums, vor allem bei den kleinen und mittleren Unternehmen.
Ja, wenn Sie damit rechnen müssen, dass gerade dann, wenn Sie erfolgreich sind, es eine Attacke auf Ihr Unternehmen gibt, mit dem Ziel, das zu übernehmen, aus dem Staatsapparat heraus, investiert natürlich niemand langfristig. Ein zweiter Punkt, die offizielle Energie- und Klimapolitik ist extrem unambitioniert. Die Zielgröße 4,5% erneuerbare Energien, also ohne große Wasserkraft, sondern jetzt Wind und Solar bis 2025, das ist natürlich ein Witz. Ja, das löst keinerlei strukturelle Veränderung aus. Gleichzeitig werden im großen Stil neue Kohlekraftwerke gebaut. Ja, und so, das heißt, wir sind noch weit von einer Trendwende auch in der offiziellen Energiepolitik entfernt. Ein dritter Faktor, die Oligopole im Energiesektor, vielleicht differenziert sich das aus. Wir hatten eine sehr interessante Diskussion mit Gazprom. Das war eine Premiere im Rahmen des Petersburger Dialogs, die AG Ökologie mit der AG Wirtschaft. Und Gazprom ist offensichtlich ein Konzern, der sich eher Chancen ausrechnet aus einer Politik, die auf CO2-Reduktion setzt, weil sie davon ausgehen, dass Gas Kohle substituieren wird im großen Stil und auch mittel- und langfristig Öl substituieren wird, etwa in der chemischen Industrie. Das heißt, die gehen davon aus, dass der Gassektor noch wachsen wird, einschließlich Verkehr. Also sie träumen von Gasautos und dem Aufbau eines Gastankstellennetzes in Russland und international. So, die sind möglicherweise tatsächlich ein zeitweiser Bündnispartner gegenüber den anderen Sektoren Kohle und Öl. Dazu muss man aber wissen, dass Öl viel wichtiger ist im Export als Gas. Und dass das die in Russland die entscheidende Quelle ist für die Bereicherung des Staatsapparats. Also da fehlt mir ein Stück die Fantasie, dass die herrschenden Eliten sagen, ihre eigenen Einkommensgrundlagen bereit sind, in Frage zu stellen. Das wäre höchstens bei einer Spaltung der wirtschaftlichen Eliten der Fall. Und ein letzter Punkt, ich meine, Leute wie Medvedev reden seit mindestens 15 Jahren davon, dass man dieses ressourcenabhängige Wirtschaftsmodell überwinden und die Korruption bekämpfen müsste und stärker auf Innovation setzen. Man muss sich ja fragen, warum ist daraus so wenig bis nichts gefolgt bisher in der Praxis? Und dann kommt man meines Erachtens wieder auf diesen Zielkonflikt oder Interessenkonflikt, der mit dem jetzigen politischen System in Russland zusammenhängt und auf dem Fehlen von ein paar zentralen Bedingungen für einen erfolgreichen Kampf gegen die Korruption und für eine stärker innovative Politik. Eine unabhängige Justiz zum Beispiel, bei der man bestimmte Umweltnormen und Gesetze einklagen kann, die durchaus fortschrittlich auf dem Papier stehen, aber in der Praxis ignoriert werden. Oder mit der man diese Praxis der Korruption bekämpfen kann, weil es kritische Medien gibt, die das aufgreifen, weil es eine unabhängige und kritische Zivilgesellschaft gibt, die in der Lage ist, dann zu skandalisieren. Das sind alles Faktoren, die werden nicht gegenwärtig gefördert, sondern die werden eher stärker noch abgewürgt politisch. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir eine Diskussion ernsthaft führen können über ökologische Transformation in Russland, ohne dass wir eine Diskussion über politische Veränderungen führen. Ja, und zu dieser Frage werden wir später auch noch einmal kommen. Ich glaube nur, das, was Sie jetzt angesprochen haben, Rechtssicherheit, unabhängige Justiz, ist etwas, was wir in Russland in absehbarer Zeit so nicht haben werden, sage ich jetzt mal als eine
Prognose. Jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, was bedeutet das? Sagen wir dann, okay, dann müssen wir eben so lange warten, bis diese politischen Prozesse in Gang gesetzt sind. Ellen von Zitzewitz, wie in Ihren Gesprächen mit Vertretern aus der russischen Wirtschaft oder vor allen Dingen auch aus der russischen Verwaltung und Regierung, mit welchen Argumenten können Sie klar machen, wie relevant diese ökologische Modernisierung ist? Also ich habe eigentlich, muss ich sagen, sehr positive Resonanz und das wollte ich auch nochmal aufbringen. Ich glaube, der Dialog ist wirklich ganz wichtig hier. Also viele Dokumente sind einfach auch nicht auf Russisch übersetzt. Ich habe es heute mal mitgebracht. Seit 2 Jahren übersetzen wir den Global Status Bericht für erneuerbare Energien. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, weil in einigen Ministerien einfach auch noch nicht englischsprachige höhere Beamte drin sind. Dass wir einfach auch noch mehr von diesen globalen Instrumenten auch sozusagen auch da noch zur Verfügung stellen. Morgen haben wir zusammen mit dem deutschen und dem russischen Energieministerium hier in Berlin eine Diskussion zu erneuerbaren Energien in Russland. Also ist auch angeregt von der russischen Seite, die durchaus eben Interesse haben, auch noch mehr Investoren in dem Bereich nach Russland zu bekommen und sich darzustellen. Also wie gesagt, ich sehe sowohl im Wirtschaftsministerium, im Energieministerium, im Umweltministerium sowieso und teilweise sogar auch im Auswärtigen Amt, was sicherlich so das schwierigere Haus von denen ist, eine sehr große Bereitschaft, über diese Themen mit uns auch zu sprechen. Also so. Vielen Dank. Die Frage ist tatsächlich, wir haben es jetzt schon mehrfach gehört, es gibt viele Konzepte. Wie weit gibt es tatsächlich einen Willen zur Umsetzung? Und selbst wenn es den Willen zur Umsetzung bei Einzelnen gibt, wie weit ist das politische System als solches im Augenblick einfach ein hemmender Faktor? Ich würde Sie jetzt einladen für Fragen und möchte Sie bitten, sich kurz vorzustellen. Wir sammeln und möchte Sie auch bitten, Ihre Fragen möglichst kurz zu halten. Bitte, haben wir ein Mikrofon? So, das Mikrofon kommt an die Dame hier. Wenn Sie Ihre Hand noch mal einmal heben, damit. Danke. Guten Abend. Ich habe eine direkte Frage an Professor Bobylov. Deshalb spreche ich Russisch. Professor Bobylov, 2 kurze Fragen. Ich würde gerne Ihre Meinung dazu wissen. Erstens. Welche positive Tendenz sehen Sie von Seiten der politischen Eliten in Russland im Hinblick auf die Entwicklung der erneuerbaren Energien? Gibt es da überhaupt eine Bewegung? Und die Frage, gibt es überhaupt eine Tendenz für die nächsten 5 oder 10 Jahre, dass Russland tatsächlich diesen erneuerbaren Energien ernst nimmt und investiert, nicht nur Investitionen von außen kommen, sondern auch Investitionen aus dem russischen Staatshaushalt. 2. Frage, was glauben Sie, gibt es eine Möglichkeit in absehbarer Zukunft, dass die Putin-Regierung Russland zurückführt in die Energiecharta? Und wenn nicht, was glauben Sie, warum ist Russland ausgetreten? Vielen Dank. Wir sammeln. 2. Wortmeldung. Bitte. Olga Kasper von German Watch. Es ist eine tolle Diskussion, die sehr differenziert und unaufgeregt stattfindet heute Abend. Danke dafür erstmal. Also die Emotionalität hatten wir zu viel in den letzten Jahren in diesen Debatten. Ich habe eine Frage, die anknüpft auf das, an das, was eigentlich von allen 3 Rednern kam, aber die noch so ein bisschen darüber hinaus vielleicht geht. Nicht nur, was ist möglich in Russland, sondern auch, was können Einzelvisionen sein? Denn ich glaube, so eine Modernisierungsidee in Russland findet nur Mehrheiten, nicht nur über, und das eben nicht nur über einzelne Interessensgruppen, sondern auch über Ideen, über Ideen, von denen man träumen kann.
Ja, und das ist die Frage. Ja, der Anatoly Tschubais mit seinem Rosnano zum Beispiel hat diese Nanoröhrchen entwickelt und hat davon angesprochen. Ja, hat da diese Traumreden dann gehalten, jahrelang jetzt. Und es hat auch so ein bisschen funktioniert. Dann gibt es da dieses russische Silicon Valley bei Moskau zum Beispiel. Und da gibt es noch andere Ansätze. Ja? Und die Frage ist, oder was könnten solche Ideen sein, die in Russland vielleicht auch schon streckenweise existieren, die wir auch vielleicht in Deutschland sehen, die wo Russland vielleicht in Zukunft eine Rolle spielen könnte, als Weltexportmeister. Ja, also zum Beispiel, ja, was sind so einzelne Technologien oder ganze Wirtschaftsbranchen, wo Russland eine Führungsrolle weltweit übernehmen kann und die modern sind, die low fossil sind, die zero carbon sein können. Nuklear vielleicht. Ja, vielleicht gibt es neue Reaktoren, wer weiß, vielleicht könnte das eine Option sein. Ja? hoffentlich nicht, aber wer weiß. Vielen Dank. So, dann war noch eine Wortmeldung in der Reihe dahinter. Den müssen Sie aber ins Mikrofon machen, damit die anderen... Hallo, mein Name ist Judith Kisch. Ich arbeite für die Berliner NGO DRA, Deutsch-Russischer Austausch. Und wir machen Projekte mit Partnern in Russland im Umwelt- und Klimaschutz. Und unter anderem wollen wir jetzt anfangen, zum Dialog, wie vorbereitet ist eigentlich der Bildungssektor für erneuerbare Energien oder überhaupt für eine grüne Modernisierung. Und in dieser Hinsicht möchte ich fragen, wie ist Ihre Einschätzung, wie vorbereitet ist der Bildungssektor, also Ausbildungsberufe, aber auch Hochschulen auf neue Initiativen aus der Wirtschaft, aber auch aus der Politik, auf erneuerbare Energien umzusteigen? Und wo sehen Sie Nachholbedarf und Dialogbedarf mit der Wirtschaft? Vielen Dank. So, dann gebe ich jetzt doch erstmal ans Podium zurück und dann machen wir noch eine zweite Fragerunde. Bitte wählen Sie selbst, Herr Gebobleo. Fangen wir mit Ihnen an. Einige Fragen waren ja auch konkret an Sie. Liebe Kollegen, ich habe 4 Fragen für mich rausgepickt und ich bin bereit, dass mein Kollege Michail antworten wird zur Frage Energiecharta. Und die anderen Fragen, zum Beispiel erneuerbare Energieträger, ja, das wird diskutiert in Russland. Und das ist eher auf der Mikroebene. Und auf der Mikroebene hat es auch große Perspektiven. Ich habe zum Beispiel einen guten Bekannten. 70% der Territorien Russlands haben keine zentrale Stromversorgung. 70%. Ja? Das heißt, wir sind... Die Leute, die dort leben, gut, es sind nicht so viele, aber wir verdammen die Leute dort zu einem niedrigen Lebensniveau. Ich habe einen tollen Bekannten im Altai. Er ist Bauer. Er hat Ziegen, Kühe und er hat leider in China aber Photovoltaik gekauft und ist jetzt glücklich. Er hat jetzt Internet, er hat jetzt Strom. Er lebt in den Bergen im Altai und er lebt dort wie ein moderner Mensch. Für mich ist also das Problem der Erneuerbaren überwiegend ein soziales Problem, weil 70% der Gebiete in Russland, da leben die Menschen nicht wie im 21. Jahrhundert. Die 3. und 4. Frage fasse ich zusammen. Erfolgreiche Beispiele, wo Russland vielleicht auch führend sein könnte und die Bildung. In meiner Heimatuni in Moskau haben wir eine erste gemeinsame Masterrichtung von Biotechnologien gegründet. Das ist wirklich erstmalig bei uns im Land. Und wenn ich mir anhöre, was die Studenten und was die Lehrer dort sprechen, wenn sie über Biotechnologien sprechen, also in Moskauer Universität gibt es auch sehr gute Biologen, Physiker, Chemiker, also das ist immer eine Frage auch des Geldes. Ja? Wer wird das alles fördern? Wer unterstützt das alles? Wir sind in Russland immer prima aufgestellt mit Ideen. Aber was die Umsetzung der Ideen betrifft, haben wir Probleme.
Ja, vielleicht ist das eine Eigenschaft unserer Mentalität, keine Ahnung. Aber wie gesagt, wir sind bei uns in der Universität gut aufgestellt. Bildung ist bei uns okay. Aber Erfolge, Russland, ich denke, in Tomsk haben wir eine gute Erfolgsstory. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal dort war, aber 10, 15 Jahre ist es vielleicht her, da hatten die dort ein Programm. Sie waren die Ersten im Land, die ihr eigenes System für Indikatoren einer nachhaltigen Entwicklung entwickelt haben, soziologisch, wirtschaftlich und so weiter. Gut, Sie haben auch Deutsche dort an der Spitze gehabt, weil Herr Kress war Gouverneur im Gebiet Tomsk und der Vizegouverneur, mein guter Freund Adam, der war zuständig für die Umwelt. Und für mich ist das Beispiel des Gebiets Tomsk ein gutes Beispiel, weil wir sehen, was möglich ist, diese wirklich große Uni in Tomsk. Jeder fünfte Bewohner in Tomsk ist Student. Es ist wirklich ein riesiges Wissenschaftscluster, was dort vorhanden ist. Also das Potenzial haben wir. Aber wie man das Potenzial nutzt, das ist die Frage. Und man braucht sicherlich auch Hilfe. Ja? Das war hier auch gut angesprochen, dieses Projekt, diese Best Available Technologies. Ja? Danke den deutschen Kollegen, weil das ist ein Projekt, welches von Anfang an sehr gut von der deutschen Seite gestützt wurde. Und all diese Nachschlagwerke und so weiter, auch dank der Unterstützung der deutschen Seite. Ja, ich würde ganz gerne noch mal kurz zu Erneuerbaren ein bisschen ergänzen, weil ich mich damit jetzt gerade die letzten anderthalb Jahre intensiv beschäftigt habe. Also Russland erstmal, um zu sagen, ist natürlich ein Öl- und Gasgigant, hat aber auch mit die größten Ressourcen für erneuerbare Energien. Also die Higher School of Economics, ihre Kollegen, haben berechnet, dass wir etwa 2000 Gigawatt potenzielle Wind und Solar alleine haben in Russland. Und wenn man heute guckt, konservativ berechnet, sind davon 5-10% ökonomisch nutzbar. Dann sind wir in der Größenordnung 1000 Gigawatt plus. Das derzeitige Ziel der Regierung sind 5,6. Also so groß ist ungefähr der Gap zwischen dem, was heute ökonomisch nutzbar wäre in Russland und dem, was derzeit die Zielmarke ist. 5,6 Gigawatt ist aber auch nicht gar nichts. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das gar nichts ist. Und was ich zum Beispiel sehr beeindruckend fand, dieses Jahr gab es zum ersten Mal die sogenannten Energiewochen in Russland. Und da hat Russland, das war so eine Prestige-Veranstaltung, wo man zeigen wollte der Welt auch, was man machen kann, zeitgleich zum ersten Besuch des saudischen Königs. Die Hälfte aller OPEC-Staaten waren auf Ministerebene da. Da gab es eine Panel-Diskussion mit dem Staatspräsidenten. Und auf dieser Panel-Diskussion war eingeladen der Generaldirektor der OPEC, der Generaldirektor der gasexportierenden Länder und der Generaldirektor der IRENA, der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien. Das hätte ich mir ehrlich gesagt schon 2 Jahre vorher nicht vorstellen können, dass die auf gleicher Ebene und mit dem Staatspräsidenten Russlands eingeladen werden. Also da sehe ich schon eine qualitative Weiterentwicklung des Themas, dass das nicht mehr ein kleines Nischen- und Alibi-Thema ist, sondern vielleicht schon ein Thema, und das ist ja auch gut, wenn die Wirtschaft das aufgreift, und vielleicht ist es ein bisschen so ein Visionsthema. Wir hatten Back-to-Back genau das gemacht, was Sie angesprochen haben, Herr Bobiow. Wir hatten so eine Runde gemacht mit den Gouverneuren von Jakutien, Murmansk und anderen. Und dort gab es so ein Memorandum of Understanding, eben auch mit der Solarbranche, mit der Windbranche. Das Soziale war eine ganz wichtige Rolle, angepasste erneuerbare Technologien in so Inselsystemen zu entwickeln. Weil letztendlich ist das nicht ganz banal. Sie haben extreme Klimata zu überwinden und sie haben letztendlich eben dann auch solche Inseln. Und das ist auch, denke ich, mit der Hochschulen zusammen. Das könnte auch ein sehr schönes Modell werden, wenn Russland demonstrieren kann, eben wie könnten solche Inselmodelle auch in extremen Klimata funktionieren. Und was auch total spannend wäre, wäre eigentlich auch für unsere europäische Diskussion eine gas- und erneuerbaren basierte Energieversorgung. Da könnten so Gebiete wie Kaliningrad zum Beispiel auch wunderbare Modellregionen sein, wo man das mal demonstrieren kann. Und das wäre dann wiederum eben auch ein Anschlussthema. Und vielleicht mein letztes Anschlussthema zum Thema Ideen. Diese Flüssiggas-Thematik, die ist zwar nicht die ideale Klimathematik, aber die ist immerhin schon ein weiterer Fortschritt gegenüber dem Kohlethema. Und vielleicht das Thema Verkehrswende, also in der Schifffahrt zum Beispiel, gerade in der Arktis,
ist der Einsatz von LNG-getriebenen Eisbrechern definitiv die bessere Option als die mit Schweröl und Ölabfällen immer noch laufenden Transportmittel. Also auch da sicherlich ein Thema, was wirtschaftlich attraktiv wäre für russische Unternehmen, aber auch einen deutlichen Mehrgewinn für Umwelt- und Klimaschutz. Und zum Thema Bildung wollte ich noch sagen, es gibt ein ganz tolles Programm auch vom Goethe-Institut, Umwelt macht Schule. Auch das ist, glaube ich, recht erfolgreich. Und ich habe viele Universitäten, nicht nur in Moskau, also die Lomonossow ist natürlich hervorragend, aber sie können wirklich in die Provinzen fahren. Das Interesse ist riesengroß und es gibt dort wirklich gute Naturwissenschaften und gute... Tomsk, aber ich war zum Beispiel neulich in Pensa. Wer hätte gedacht, Pensa? Und trotzdem, also da ist ein Rieseninteresse. Vielen Dank. So, es gab noch einige Wortmeldungen. Ich würde Sie bitten, sich kurz zu fassen. Ja, mein Name ist Gerd Piel, Verkehrsclub Deutschland. Können CO2-neutrale oder beziehungsweise klimaneutrale Energien bei den Exporten die fossilen ersetzen? Sehr konkrete Frage. Ja, bitte, die Dame. Добрый день, Кобшакова Анастасия. Анастасия, Dialog Plus, deutsch-russische Wirtschaftsfachleute. Meine Frage ist folgende. Wir haben in der Akademie, Außenhandelsakademie diese Frage auch mit Spezialisten diskutiert. Es ist eher eine Frage an Herrn Bobelev, wahrscheinlich an die russische Seite. Wir sprechen gerne mal vom Holländerkrankheit, von dieser Rohstoffabhängigkeit, aber das ist nun mal so, das ist eine Tatsache. Wenn wir über derzeitige Krise in Russland sprechen und die Inflation, die wir wieder hatten, gut, es ist jetzt relativ alles gedeckelt, aber immerhin. Letztendlich braucht man für dieses grüne Modell ja einen Finanzüberschuss oder zumindest finanzielle Ressourcen. Woher können wir diese Finanzen nehmen, um das grüne Modell umzusetzen? Es wurden ja hier Zahlen genannt, 50%, 40% und so weiter. Wir finanzieren unser Haushalt zu 50% aufgrund unserer Rohstoffe. In diesem Jahr sind wir führend, was Korn betrifft, Anbau von Korn. Aber Deutschland ist ja eine Lokomotive und führend in der Europäischen Union. Auch mit einer Landwirtschaft lediglich bei 0,6%. Also wenn wir das jetzige Modell ablegen wollen, weil schlecht ist, was dann? Wie können wir uns weiterentwickeln? Dann, bevor ich zurückgebe, möchte ich noch eine weitere Frage anfügen und die geht nochmal an Ralf Füchs. Die positive Botschaft, ja auch in Ihrem Buch ist die, es gibt die Möglichkeit von Wirtschaftswachstum, und man kann es entkoppeln auch von dem Verbrauch von Ressourcen. Und die zweite wichtige Botschaft ist die, man kann eben diese ökologische Modernisierung nicht nur als eine wirtschaftliche Modernisierung sehen, sondern es ist ein gesellschaftlicher Prozess. Sie sagen, erst in der Verbindung mit demokratischen und sozialen Rechten wird Technikgeschichte zu Fortschrittsgeschichte. Dann frage ich mich im Blick auf Russland aber, und vielleicht können Sie das zum Schluss noch mal kurz erläutern, worin liegt denn dann die Sprengkraft, die politische Sprengkraft dieser ökologischen Modernisierung? Gut, ich gebe aber jetzt noch mal zurück und bitte noch mal Antworten zu geben. Ja. Sergei Babilev, in erster Linie waren Sie gefragt. Also ich habe die erste Frage nicht so richtig kapiert. Das war die, wie fossile Energien ersetzt werden können oder was? Ja, Stichwort ist im Prinzip Power to Gas und Power to Liquid. Das heißt, Russland hat ja eine unheimlich große Fläche. Man kann also mit Windkraft und mit Sonnenkraft auch Gas und synthetische Brennstoffe erzeugen und diese dann exportieren. Das wäre dann der Ausgleich für das, was bei den Fossilen wegfällt. Ja, ich bin einverstanden. Aber als Wirtschaftsfachmann
bin ich Befürworter für preiswerte und ökologisch sichere Wege für eine Entwicklung der russischen Wirtschaft. Und wenn wir die offiziellen Dokumente aufschlagen, zum Beispiel die Energiestrategie Russlands, und dort sehen, dass fast 50% der im Land verbrauchten Energie eingespart werden könnte, einfach nur durch den Einsatz wirklich recht einfacher Technologien, dann sage ich als Wirtschaftsfachmann, brauchen wir neue Vorkommen? Brauchen wir diese schwierigen Förderbedingungen im Norden und so weiter, wo wir andererseits in einem Reservoir von verschwendeter, verlorener Energie leben? Das heißt, der erste Schritt, natürlich, Sie sagen es, erneuerbare Energien wären super, aber in meinen Augen sind die Erneuerbaren eher ein soziales Problem, ja? Weil wir davon einen riesigen sozialen Effekt haben werden. Also nicht so sehr den Exporteffekt, sondern den sozialen Effekt. Wir werden unseren Einwohnern normale Lebensbedingungen bieten können durch Sonne und Wind. Ja, also wenn wir über die Best Available Technologies sprechen, ich meine, es ist einfach nicht zulässig, dass 50% der generierten Energie verloren gehen. Ja? Was könnte man da alles machen? Schon allein das ist eine ökologische Modernisierung. Wir brauchen gar keine neuen Vorkommen. Lassen Sie uns da erst mal schauen im europäischen Teil unseres Landes. Ich frage meine Studenten, wo haben wir in Russland die größten Vorkommen von Energieressourcen? Ja, erst diskutieren wir die Energieeffizienz, erneuerbare Energien, klimatische Abkommen und so weiter. Und dann sagen die Klügsten in Europa, im europäischen Teil, obwohl wir dort faktisch schon keine Vorkommen mehr haben. Aber dort verlieren wir 50% der Energie. Und man kann die Wirtschaft nicht weiterentwickeln. Das ist auch eine Antwort für Sie. Wenn von 50-70% der Ausrüstung physikalisch veraltet sind, ja, wenn wir über Best Available Technologies sprechen, sind das keine rosa Träume. Das ist eine Notwendigkeit. Mehr als 50% der Ausrüstung in Russland sind physisch veraltet. Und was bedeutet das für die Umwelt? Katastrophen, Havarien, Lecks und so weiter und so fort. Also als Wirtschaftsfachmann, und diese Konzeption gibt es ja schon lange in Russland, ja, es wird bloß nicht umgesetzt. Ich sage, es ist preiswerter, ökonomisch und ökologisch erstmal diese Verluste zu beseitigen, aufzufangen, die wir derzeit haben. Also Ihre Frage, was weiter? Wie können wir weiterleben in der russischen Wirtschaft? Ich habe keine Illusion, dass es uns gelingen würde, morgen den Ölhahn oder den Gashahn zuzudrehen. Nein, klar, wir werden noch lange diese Öl und Gas als Grundlagen der Wirtschaft haben. Aber mein Traum ist es, ein normales Entwicklungsprogramm für Russland für die nächsten 20 Jahre zu sehen. Ich habe Angst, dass das, was wir jetzt bekommen, dass wir im Jahr 2035 eine Inflation von 2% haben werden, dass das BIP um 3% steigt und noch irgendwelche anderen Zahlen genannt werden, die keinerlei Beziehung weder zur Umwelt noch zur Bevölkerung noch zu sozialen Problemen oder zur Wirtschaft haben. Ja, und ich denke also, man sollte zumindest erstmal normal das machen, was tatsächlich nachhaltig ist. Und bei uns ist nachhaltig bislang nur ein steigendes BIP. Wenn wir letztendlich ein normales Sustainable Development haben, wenn wir dafür ein normales Programm haben, dann wird es auch gut. Das, was ich sehe, was Herr Kudrin macht, ein toller Mensch, toller Wirtschaftsmann, aber ich habe Angst, das ist eher so ein Buchhaltungsprogramm für die Zukunft. Dank. Also ich glaube keine Sekunde daran, dass es möglich und auch nur erstrebenswert wäre, das Volumen der heutigen Energieexporte Russlands zu substituieren durch nachhaltige Energie. Also weder vom Mengengerüst her die Vorstellung, dass man im gleichen Volumen oder auch nur im gleichen ökonomischen Wert Wasserstoff aus Überschuss, Strom aus erneuerbaren Quellen exportieren könnte, ist meines Erachtens völlig abenteuerlich. Aber man muss davon ausgehen, dass eben die Energienachfrage
sinken wird, also die Nachfrage nach Energieimporten, sagen in Europa und auch in anderen Teilen der Welt, je stärker wir zu einem dezentralen energetischen Kreislaufsystem kommen. Das sollte man auch nicht sozusagen als eine Hoffnung an den Horizont stellen, dass man einfach nur die jetzigen Energieexporte durch alternative Energieexporte ersetzen kann, sondern es geht um die Umstrukturierung der russischen Wirtschaft. Und das ist hier viel mehr als nur eine ökologische Modernisierung, sondern das ist tatsächlich der Übergang von einer Rentenökonomie, die auf der Ausbeutung von Rohstoffen basiert, zu einer innovationsorientierten und wissensbasierten Ökonomie mit einem sehr viel höheren Anteil von kleinen und mittleren Unternehmen. Die Frage ist, wie kann dieser Umschwung zustande kommen? Meines Erachtens nur, wenn innerhalb der russischen Eliten diejenigen die Oberhand gewinnen, die sehen, dass das jetzige Modell gegen die Wand fährt und daraus bereit sind, Schlussfolgerungen zu ziehen. Im Moment, denke ich, gibt es noch in weiten Teilen der Eliten, soweit ich mit solchen Leuten in Berührung komme und mit ihnen diskutiere, gibt es noch eine Verdrängung, weil immer noch das Standardargument ist, das ist ja eine reine Illusion, ihr Ökos, mit dieser Vorstellung der Dekarbonisierung der Wirtschaft, das wird nie stattfinden und wir werden noch die nächsten 30, 40 Jahre weitermachen können mit unserem Wirtschaftsmodell. Das ist immer noch die vorherrschende Auffassung. Und die Frage ist, wann das kippt und ob es dann eine kritische Masse von Leuten gibt, auch in den wirtschaftlichen und politischen Eliten, die sagen, wir müssen jetzt umsteuern. Das ist allerdings auch die Bereitschaft für eine Systemreform. Und solange das primäre Interesse ist, das jetzige Regime zu verteidigen, und ich sehe, dass das politisch immer repressiver wird, sehe ich auch keine wirkliche Chance für eine ökonomische Modernisierung. Da mag es Inseln geben, natürlich ist Russland nicht homogen. Russland ist eine heterogene Gesellschaft, da gibt es auch progressive Elemente in der Wirtschaft und in der Verwaltung. Ja, es gibt sozusagen dann Inseln von alternativen Entwicklungen, das ist gut, weil die vielleicht zu einem Modell werden können, aber damit es tatsächlich zu einem großen Umschwung kommt, braucht es die Bereitschaft zur Veränderung des politischen Systems. Das wäre jedenfalls meine Schlussfolgerung. Vielen Dank. Damit kommen wir zum Abschluss dieser ersten Runde. Ganz herzlichen Dank nochmal. Ich denke, was deutlich geworden ist, ist, es gibt Pläne, es gibt Vorstellungen davon, wie eine ökologische Modernisierung auch in Russland aussehen könnte. Der wirtschaftliche und der ökologische Leidensdruck sind bisher aber nicht groß genug und der politische Wille eben nicht da, um diese bisher umzusetzen. Gleichzeitig möchte ich doch auch noch einmal eine Lanze brechen für all die Personen oder Institutionen, die sich offensichtlich in diesem Bereich schon stark machen. Und ich glaube, was ganz wichtig an dieser Stelle ist, die jetzt zu unterstützen und nicht zu sagen, solange sich das politische System nicht ändert, kommen wir hier nicht weiter, weil damit schaffen wir dann vielleicht die kritische Masse, die, wenn das System selbst versteht, wir müssen umlenken, auch da ist und Verantwortung übernehmen kann. Ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Pause. Dann geht es weiter mit dem Verhältnis Russlands oder dazu, wie Russland sich verhält eigentlich zu den ökologischen Modernisierungsbestrebungen in seinen östlichen Nachbarländern, in Kasachstan und in China. Davor aber jetzt eine halbe Stunde Pause und ein kleiner Imbiss, der draußen auf Sie wartet. Ganz herzlichen Dank hier nochmal an die Panelisten auf dem Podium und wir freuen uns dann auf die zweite Runde. Applaus